Was geht ab? Nee, stimmt. Wir sind ja auf Inscope 21. Guten Morgen, guten Mittag oder auch guten Abend. Liebe Leute, ich bin wieder am Start und zwar haben wir wieder den Crew-Zember. Du musst mitmachen. Ach Mann, Nico. Nee, Leute, ihr habt es letztes Jahr vielleicht gesehen. Ich habe mit der Jody auf alte Videos von mir reagiert. Findest du mich nice da mit 15? Ich würde sagen, nein. Ja, aber jetzt findest du mich nice, oder? Ich würde sagen, nein. Man muss natürlich schon sagen, ich war schon damals ein krasser Typ, ne? Ja, voll. Die Entwicklung ist natürlich logisch, dass ich ein krasser Typ bleibe. Man möchte sich aber einfach nur nochmal angucken, so, okay, wie hat der Typ das gemacht, einfach so krass zu sein, ne? Ja, ich würde sagen, nein. Aber heute gehen wir nicht auf Inscope 21, sondern auf Inscope Lifestyle. Guckst du da manchmal wirklich die Videos an? Ich gucke tatsächlich immer die mit Bella an. Warum? Weil ich mag euch beide zusammen. Ihr seid echt irgendwie cute. Ja, ich bin Fan irgendwie. Dass du dich wirklich da hinsetzt und diesen Kommentar verfasst. Wie erbärmlich muss eigentlich dein Leben sein? Mhm. Unbedingt. Dann. Oh mein Gott, die Thumbnails. Iconic. Einfach so aus den... Du hast dir nicht mal Mühe gegeben. Du hast einfach... Das ist ein Standbild einfach. Ja, du verstehst es nicht. Ah, nicht? Dieser Kanal ist echt... Was ist das denn? Was war das denn? Leute, wir gehen auf ein Video ein, das ungefähr ein Jahr alt ist auf dem Lifestyle-Channel. Und zwar nennt sich das Ganze Bartfärben. Wird das was? Das wird auf jeden Fall eine witzige Session, oder? Ja. Oh mein Gott! Also, du musst dir überlegen, das ist eine Zeit, in der ich, sag ich mal, die Massephase angesteuert habe, okay? Ah, oh, die Massephase, das war ja voll das Ding. Du warst mir echt massig. Genau. Hier ist es schon ziemlich leer, so wisst ihr. So, deswegen will ich mal das mal heute ausprobieren, mal schauen, wie das aussieht. Das war so die erste Zeit, in der ich mich so dazu entschieden habe, mal wirklich aktiv Bart zu tragen, okay? Und da habe ich natürlich alles ausprobiert, was man mit so einem Bart machen kann. Oder wird der Bart noch gefärbt? Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, wie das am Ende aussieht. Also jemals unzufrieden bei uns? Schon öfter mal, ja. Was war da jetzt gerade so die Motivation, den so zu tragen? Was war das für ein Test? Was das ein war das für ein Vollbart oder was sollte das jetzt darstellen? Genau, das war so der Test so für den klassischen Kanackenbart. Und der heutzutage inzwischen eigentlich voller? Der ist mittlerweile voller, ja. Siehst du ihn jetzt? Findest du gut? Super. Ich sag gar nichts. Ja, du bist schon wieder so ein witziger Freund, fällt so viel Chat. Ich hab Luft an. Vielleicht bist du ja, Alter. Ja, jedenfalls, jetzt siehst du hier, wie diese Masse aufgetragen wird, ne? Das ist echt krass. Das ist echt krass. Echt krass. Echt krass. Okay, ich muss tatsächlich gerade selber sagen, die sieht hier mal ultimativ scheiße aus. Der Inscope Lifestyle Channel ist natürlich auf jeden Fall legendär unterwegs, okay? Ich muss dir mal auf jeden Fall auch ein bisschen was zu meiner Form zeigen. Und zwar, die Diät muss durchgezogen werden vor 2 Jahren. Welcome and welcome high. Also das war so zu der Zeit, wo ich so angefangen habe, mal so richtig zu diäten, weißt du? Wenn ich kurz stören darf, ich weiß, es ist sau unangenehm. Bitte küss sie nicht, das wäre... Okay, kriegen wir schon hin. Ja? Also ich weiß nicht, Digga, wie schaffst du es immer wieder so unangenehm zu sein? Wir sind jetzt hier in der Umkleide, no homo. Und ehrlich. Schlecht. Kann man nicht sagen, oder? Ich finde das gut. Ja, gell? Ja, ich finde das super. Ich finde es auch top. Toll. Das ist auch schon mit 2 Jahren mehr. So, das ist halt nicht zu viel, nicht zu wenig. Man sieht, dass du was machst. Das ist schon mehr als normal. Mehr als normal, ja. Schön definiert, aber nicht so eklig, so wild. Nicht so eklig, ja. So mit so Adern, so i, so. Adern, ja. Richtig geil, toll, schön, super. High five. Wir verabschieden uns vom Bereich Fitness, meine Damen und Herren, und fahren fort zum nächsten Ding. Willst du eigentlich von mir eher peinliche Sachen sehen oder willst du von mir eher. Du willst eher peinliche Sachen sehen, alles gleich. Hey, sorry, haben Sie gemacht, der Fing? Hey, sorry, hast du gemacht, der Fing? Was? Schon, oder? Weißt du, wie cool ich mich da gefühlt habe? Ja, ich weiß, wie cool du dich da gefühlt hast. Ich habe mich so cool gefühlt. 14, vor 4 Jahren. Alter, Vater, da warst du so... Wie alt warst du da? 4,5 sogar. 5? Da war ich... 18? 19. Ich muss wirklich zugeben, offen und ehrlich, mit 19 habe ich mich so wirklich gefühlt, als wäre ich so einer der geilsten Typen und niemand kann mir... Können wir das zerstören? Alrighty. Wurde mir dann relativ schnell bewusst, dass es dann eben einfach doch nicht so ist. Geiler Vlog heute. Verbesserung. Du warst ein krasser Typ, kann man nicht anders sagen. Ja, aber dieses Denken, dass man so krass ist, finde ich so ja, voll daneben. Ist dumm. Ey, das ist manchmal für mich selber so krass, weil ich so in diesen Erinnerungen schwelgen kann. Und ich weiß immer noch so, ah, das war der Tag, da haben wir das und das gemacht. Oh mein Gott, okay. Ich muss dir eine Sache sagen. Das können wir jetzt hier zwar nicht alles in diesem Video behandeln, okay? Aber es gibt wirklich... Ibiza-Vlog. Gönnt euch diese Ibiza-Vlog-Serie, müsst ihr euch unbedingt reinziehen. Und zwar vom 8.9.2015, da geht's los. Das war nach meiner krassen Diät, waren wir da auf Ibiza. Peter war auch dabei, kannst garantieren, das war eine der lustigsten Zeiten ever, Digga. Ja, das war die lustigste Zeit, weil wir da ununterbrochen gekifft haben und es war so fucking lustig. Als allererstes Mal immer... Und entweder, ihr könnt dann einfach nur ein lockeres raushauen. Wir saßen einfach dran, haben gelacht über eine Lache.
Drei, vier Tage lang am Stück haben wir uns die ganze Zeit darüber im Brett gedacht. Ich mag dich so gerne, Nico. Ich mag dich auch, Julie. Geil, du bist echt schwer in Ordnung, Julie. Muss man einfach mal ganz klar an der Stelle sagen. Schaut auf jeden Fall bei Drogenkonsum in Amsterdam. Ja. Ein Video über meinen Amsterdam-Aufenthalt machen. Es war nach Amsterdam. Oh mein Gott. Und da bin ich zu einem Aussichtspunkt gegangen und habe über einen schlechten Trip, den ich hatte, habe ich da einfach erzählt, was mir da widerfahren ist. Und dass es ganz unangenehm für mich war. Und, ach, krass. Ja, das musst du dir unbedingt mal anschauen. Da haben viele Leute darauf reagiert, wie du hier siehst. Oh mein, du siehst viel älter aus als jetzt. Weißt du, woran es liegt? Mm-mm. Weil ich damals noch dümmer war. Was geht ab, Leute? Es ist das zweite Body-Update in der Diät. Die Diät läuft. Oh mein Gott, was? Es ist so extrem. Die Diät läuft gerade nicht so gut. Und vor allem, was ist das für ein Titel? Eat Sascha Weisheitszahn Repeat. Kennst du nicht dieses Eat Sleep Repeat? Eat Sleep Music oder Love Repeat oder sowas? Ja, aber das hätte ja keiner verstanden. Das war, guck mal, weißt du, was das Geile in der Zeit war? Niemand hat zum Titel gejuckt. Niemand. Du hast einfach nur gesehen, okay, Inscope Lives hat ein neues Video hochgeladen, toll, keine Ahnung, wie das heißt. Ich klicke einfach drauf und ziehe mir den Shit rein. Das ist geil. Ich sag euch, Leute, damals war alles besser. Ja, nee, ich will jetzt gar nicht jetzt so sagen, dass irgendwie hier Vergangenheit, bla bla. Aber das war angenehmer, so, weißt du. Du musst dir nicht die ganze Zeit irgendwas aus dem Arsch ziehen. Oh, jetzt habe ich zwar ein geiles Video gedreht, aber jetzt muss ich noch irgendwie das viral machen oder so. Nee, du hast einfach das Video hochgeladen, hast einen scheiß Titel gegeben und die Leute fanden es cool. Okay, ich würde sagen, da wir jetzt alte Videos angeguckt haben, können wir uns jetzt noch auf so ein, zwei neuere Videos beziehen. Bella! Da liegt die Bella. Das ist ein Lucky Guy, ey. Wieso? Weil die so schön ist. Und ja, so cool. Aber warum Lucky? Ich habe dafür hart gearbeitet. Das stimmt. Bella ist so eine geile Sau. Mit der Bezaubernden. Ach so, stellst du mich nicht vor? Genau. Ich habe ein neues Format aktuell mit dir, und zwar Latzo kocht eure Drecksgerichte. Das findet eigentlich immer mit Bella statt. Ein herzliches Willkommen zu ihrem Johann! Mrs. Bella. Mhm. Das sieht schon mal ziemlich interessant aus. Jetzt dürft ihr mich beobachten, wie ich Zwiebeln schneide, okay? Mega! Boah, stinkst nicht nur aus der Fresse, sondern auch aus den Händen, Alter. Wir haben jetzt hier die Reiskochmaschine. Ja, mit der wollen wir den Reis aufsetzen. Ich habe es mit Kokosöl gebraten, weil wir ein asiatisches Gericht machen. Erzähl mal genau, was du da machst. Ich... Oh, alles klar. Schneide Champignon. Mhm. Okay. Ja. Und was noch? Ja, alles klar. Ja, und dann kochen wir zusammen und dann ist es alles ganz... Ich kann das jetzt ganz gucken. Kannst du einfach gehen und ich kann das zu Ende gucken? Die Jodie ist wirklich eine super nette, ja. Ist hier auch immer jederzeit auf... Verpiss dich!